Testing, Testing, 1, 2, 3. Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Squad Builder. Wir sind wieder am Start heute mit einem ganz, ganz interessanten Team, das ich euch gerne vorstellen möchte. 4-1-2-1-2 und es ist natürlich mal wieder ein Nolings Wasted Hybrid. Das Ganze heißt heute Testing, 1, 2, 3. Wer mal den YouTuber erkannt hat, den ich gerade parodiert habe, der schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich darüber freuen, wenn ihr den kennen solltet, denn normalerweise sollte man den kennen. Das ist ein klasse YouTuber, wer ihn nicht kennt, schaut in die Kommentare irgendwo da stehen und da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ist zwar ziemlich bekannt, aber vielleicht ist ja bei einigen noch nicht der Groschen gefallen. So, heute wie gesagt ein sehr interessantes Team. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall noch zusätzlich einen Daumen nach oben da, würde ich mich selber freuen. Schreibt Vorschläge, wie man es verbessern könnte in die Kommentare und natürlich auch, ob ihr es selber ausprobieren würdet. Wie immer, Links in der Videobeschreibung zu Instagram, Twitter, Facebook und RandyRun. Instagram, Twitter sind die beiden wichtigsten momentan und jetzt kommen wir ohne weitere Umschweife zum Team. Es ist, wie ihr seht, 4-1-2-1-2. Wir haben einen brasilianischen Manager und wir haben, ich weiß gar nicht, wie Nationen und Ligen insgesamt. Auf jeden Fall ist es ein sehr interessantes Team. Das kann ich definitiv so festhalten. Ich würde sagen, wir fangen an und haben da im Tor den ersten absoluten Kracher, und zwar den besten rechten Mittelfeldspieler der Welt, und das ist Jan Sommer, der Keeper von Borussia Mönchengladbach. In Realität läuft die Saison nicht ganz so gut wie letzte. Es ist irgendwie ein bisschen, ja, verhext bei ihm. Er macht ab und zu mal Fehler, beziehungsweise hat ein paar unglückliche Aktionen, aber an sich ist er ein guter Keeper. 22 Spiele, 2 Tore. Wie kommt das zustande? Naja, es gibt halt nur mal Elfmeter, die man schießen kann. Das einzige Problem bei ihm ist, er ist 83 groß, ansonsten sehr gut. Allround-Werte kann man auf jeden Fall so machen und die Größe, naja, in FIFA gibt es auch Keeper, die damit irgendwie klarkommen und nochmal gehört dazu. Innenverteidigung besteht dann einmal aus dem Kollege Joel Martin und auf der anderen Seite haben wir seinen co-genialen Kompagnon in der Innenverteidigung, zwar im weiteren vom FC Schalke 04, den ich persönlich in Realität nicht sonderlich mag, aber in FIFA ist er ziemlich gut und zwar ist das Benedikt Höwedes mit einem 83er Rating. Höwedes 65 Tempo, 84 Defending, 78 Physis dazu, relativ gute Pass- und Dribbling-Werte, mit dem Mittelarbeitsrand 87 groß, 19 Spiele, kein Tor, keine Vorlage, aber ist auf jeden Fall ein solider Innenverteidiger, der leider nicht so kopfballstark ist wie in Realität, aber trotzdem recht in Ordnung, trotz seines nicht allzu hohen Tempos. Martin ist deutlich schneller mit 72, 82 Defending, 76 Physis. Auch er ist nicht ganz so kopfballstark wie in Realität, leider Gottes. Allgemein ist es bei Ecken dieses Jahr relativ schwer, Tore zu schießen, außer man hat genau den richtigen Dreh raus und den habe ich gerade im Ultimate Team einfach noch nicht gefunden. Aber trotzdem ist die Karte an sich relativ nice. Ich bin gespannt, wo der nächstes Jahr hingehen wird. Angeblich ja zu Liverpool. Ich weiß gar nicht, vielleicht bleibt er bei Schalke. Ich habe momentan den aktuellen Stand nicht im Kopf, aber auch den könnt ihr mir, wenn ihr Schalker seid und dem Bescheid wisst, mal gerne in die Kommentare schreiben. Die Viererkette wird da komplettiert von zwei sehr interessanten und sehr, sehr guten Spielern. Und zwar einmal den Kollegen Radu von Lazio Rom mit sehr guten Arbeitsraten, mittelhoch, nämlich 1,83 Körpergröße, 78 Tempo, 84 Defending, 78 Physis. Sogar bessere Werte defensiv gesehen als Höwedes und als Martip, denn 84, 78 ist genau das gleiche wie halt Höwedes. Dafür ist aber schneller, hat bessere Arbeitsraten. Irgendwie ein bisschen traurig und dazu, naja, okay, er ist genauso groß wie Jan Sommer. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine gute Karte auf links. Kann sogar ein bisschen schießen, kann passen. 5 Torvorlagen in 46 Spielen. Kostet nix. Ist links oder auf der linken Seite. Was willst du mehr? Rechte Seite haben wir dann einen, ja, wie soll man das beschreiben? Selten gespielten, aber doch recht guten Rechtsverteidiger. Und zwar ist das Igor, heißt der Igor? Ich glaube, er ist Igor Smolnikov. Ja, er ist Igor. Mittelarbeitsraten auch super für, was ist denn jetzt hier los? Stress am Start. Auch super für einen Außenverteidiger. 1,78 groß, auch gut genug, um Kopfballduell zu gewinnen. Defensiv nicht ganz so stark wie Radu, dafür aber offensiv stärker mit 77 Passen, 75 Dribbling und 63 Shooting und 87 Tempo. Sehr gute Werte auf jeden Fall für einen Außenverteidiger. 80er Rating ist auch auf jeden Fall in Ordnung. Und die 3 Vor- und Torvorlagen in 18 Spielen sind auch, ja, auf jeden Fall drin. Gut, kommen wir zum zentralen defensiven Mittelfeldspieler. Ich denke mal, viele von euch können sich schon denken, wer das sein wird. Und zwar Luis Gustavo, der Brasilianer von VfL Wolfsburg. Sehr gute Werte hat der dieses Jahr mal wieder mitbekommen von EA. 70 Tempo, 70 Passen, 71 Dribbling und dann die Defensive. 84 Defending, 82 Physis, mittelhohe Arbeitsraten, 1,87 Körpergröße. Besserer Innenverteidiger als Höwedes. Ich kann es so wieder sagen, zumindest von den Werten her. Hat ein Tor und 2 Vorlagen gemacht in 22 Spielen. Ich habe den am 16.10. gekauft. Ist Ewigkeiten her, damals noch teuer. Mittlerweile kostet der auch gar nichts mehr. Allgemein ist das Team auch sehr günstig. Und Gustavo auf jeden Fall auch eine riesige Empfehlung für mich, vielleicht mit der beste Sechser dieses Jahr mal wieder, ja, in der ganzen FIFA 16 Ultimate Team Variante oder Version. Rechtes Mittelfeld. Und da haben wir, ich denke mal, vielen ist es klar, den einzig wahren Bruce Banner, a.k.a. Hulk. Ja, ehemaliger Lieblingsspieler von Dobanjula Gaming, den einige von euch eventuell auch noch kennen. Und das ist nicht der YouTuber, den ich parodiert habe. 85 Tempo, 87 Shooting, 81 Passen, 82 Dribbling und 86 Physis. Alle Werte bis auf Defending über 80. Es gibt eine Stürmerkarte, von der ich auf jeden Fall noch ausprobieren muss, denn auf rechts gefällt er mir nicht so. Dafür ist er mir einfach, ja, nicht dribbelstark bzw. agil genug. Der hat seine Stärken definitiv mehr im Abschluss bzw. in der Bulligkeit. Und die kann es im Sturm in meinen Augen deutlich besser gebrauchen als auf dem rechten Flügel bzw. auf der rechten Mittelfeldposition. Trotzdem 7 Tore und eine Vorlage in bisher 22 Spielen. Hochmittelarbeitsraten.
einen Linksfuß, alles kann in der Mitte ziehen, Robben-Style mit Forster geht, 81 Pass ist auch in Ordnung, 86 Fuß ist natürlich im Vergleich zur Agilität, die relativ gering ist, sehr, sehr stark, aber wie gesagt, lieber als Stürmer als Flügelspieler. Andere Seite, da sieht das nicht unbedingt anders aus, aber ja, doch in gewisser Weise schon, denn da haben wir einen anderen Brasilianer, und zwar Felipe Anderson von Lazio Rom. Hochgeringe Arbeitsrate, Forster Skills und Weakfoot. Rechtsfuß kann also in der Mitte ziehen. Gute Longshot-Werte, gute Schusswerte allgemein im Vergleich zum letzten Jahr. Ein großes Upgrade erhalten und das vollkommen zurecht. 92 Tempo, 85 Dribbling und 74 passen. Die Werte sind in Ordnung, nicht überragend, aber passen auf jeden Fall. Kostet nur 2000 Münzen. Bei ihm ist es so, er ist auf jeden Fall auf dem Flügel auch besser aufgehoben. Er hat absolut keine Körperstärke, er ist nicht sonderlich defensiv stark und im Mittelfeld muss man ein bisschen mit da hinten arbeiten. Deswegen linker Stürmer, linker Flügel deutlich besser für ihn, genauso wie er für Hulk. Deswegen sind es auch beides Flügelspieler, wie wir hier sehen, nicht umkonvertiert, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall auch ordentlich auf der Position. Und wer deutlich besser war als die beiden und einfach auf seiner Position ein Gott ist, ist ein aus der Bundesliga gewechselter Brasilianer, und zwar Roberto Firmino vom FC Liverpool. 18 Spiele, 9 Tore, 6 Vorlagen. Sehr, sehr gute Werte. 1200 Münzen gekostet. 4-Star Skills, 3 Sterne Weakfoot, hohe Mittelarbeitsraten. Perfekt für einen 10er. Rechtsfuß, 76 Tempo und Shooting, 78 Passen, 84 Dribbling, 69 Physis. Der Junge ist einfach in Realität auch angekommen bei Liverpool. Einer der Lichtblicke dieser Saison. Und auch in diesem Team der absolute Lichtblick. Denn als 81 Körpergröße, ist auch nicht zu klein für einen Brasilianer auf der 10er Position. 69 Physis, das ist nicht so schwach. Und dazu ein unglaublich guter Schuss. Gutes Passspiel, gutes Stellungsspiel, gutes Tempo, extrem gutes Dribbling. Ein klasse Abschluss im 16er. Was willst du mehr? Einfach die perfekte 10er-Karte. Man kann auch Coutinho nehmen, aber mir gefällt Firmino aufgrund seiner besseren Füße einfach ein bisschen besser noch und dementsprechend steht er da. Aber wie gesagt, normalerweise kann man den auch durch den anderen Brasilianer ersetzen oder durch Ramirez oder durch, ja, Oscar beispielsweise, der hat aber scheiß Workrates. Aber dementsprechend kann man auch das Sturmgut noch anpassen und dazu kommen wir jetzt. Da haben wir auf der linken Seite den ehemaligen Newcastle-Spieler Loa Remy und auf der rechten Seite seinen kongenialen Partner in diesem Team und das ist Bertrand Traoré. Sehr, sehr gute Karte, seine 74er-Version ist eine Silberkarte, aber trotzdem 8 Spiele, 6 Tore, eine Vorlage sagen einiges über hinaus. Mittelgeringe Arbeitsraten, 4-Star Skills und 3 Sterne Weakfoot. Ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Video das Ganze habe, wo er ein unglaublich krankes Tor gemacht hat. Ich hatte mit dem Team allgemein sehr viel Pech. Ich habe viele Spiele in der Endphase noch aus Rand gegeben, weil die Defensive nicht stand, beziehungsweise weil ich einfach ein bisschen unkonzentriert gespielt habe. Habe viel Liga gespielt, habe da oft aufs Maul bekommen, einfach weil ich viel zu wack gespielt habe und das ist ja allgemein dieses Jahr mein Problem. Aber an Traoré hat es definitiv nicht gelegen. Ich habe nicht alle Spiele mit ihm gemacht. Normalerweise stand da erst Falcao, mit dem ich gar nicht klarkomme. Diego Costa mag ich nicht und deswegen steht da jetzt Traoré und macht einen guten Job. Auf der anderen Seite Remy, ein sehr schneller Stürmer, sprungstark, kopfballstark, abschlussstark, nicht so dribbelstark, aber trotzdem Forster Skills. Was willst du nennen? Arbeitsraten auch nicht ideal, Mittel, aber komm mal mit klar. 18 Spiele, 10 Tore, 5 Vorlagen, auch sehr gute Statistik, auf keinen Fall zu unterschätzen. Und mit 68 passen auch nicht zu schlecht im Passspiel und vorbereiten. 71 Füße ist auch in Ordnung. Was willst du mehr? Gute Sturmkombination, natürlich könnte man Diego Costa hinstellen oder jegliches anderes Premier League Duo da vorne drin und das ist die Sache. Man kann da theoretisch einen Benteke und Sturridge hinstellen, dann aber mit Oscar bitte, weil sonst ist es nicht noch nicht mehr. Man kann da theoretisch einen, was gibt es noch? Es gibt unzählige Möglichkeiten. Einen Aguero und Wilfried Boni. Einen Aguero und Kelechi Iheanacho, was auf jeden Fall eine interessante Kombination wäre. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die man da benutzen kann. Theoretisch einen Jamie Vardy und Jinji Okazaki. Ja, ihr seht, es ist alles möglich, solange es ein Stronglink ist und kein Stronglink zum 10er besteht. Man kann hier theoretisch auch Pato hinstellen, aber da haben wir wieder das Problem, was ich gerade angesprochen habe, und zwar den 10er. Und das ist ein bisschen schade, deswegen ist es Traoré geworden. Aber wie gesagt, das ist die kleinste Schwachstelle in diesem Team und den solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Der ist der heimliche Star zusammen mit Roberto Firmino, wenn die beiden nicht so das allerhöchste Rating haben. Das war's von diesem Video, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dieses Squad ist definitiv sehr stark. Ich gebe 8 von 10 Punkten für dieses Team. Nur die Defensive ist ein bisschen verbesserungswürdig ansonsten, wobei 7,5 von 10, weil die Flügelspieler eigentlich da nichts zu suchen haben auf dem linken und rechten Mittelfeldposition. Aber sonst auf jeden Fall ein gutes Team. Gerade die Offensive, dieses Trio macht sehr, sehr viel Spaß. Und die Defensive, zumindest die Außenverteidiger, sind auch solide. Die Innenverteidigung meistens auch, der Torwart meistens auch. Aber wie in Realität machen sie ab und zu Patzer. Das kann man ja sowohl von Hövedes als auch von Matip als auch von Sommer. Und von daher nicht ganz so toll, aber auf jeden Fall solide. Ihr kriegt jetzt nochmal ein paar Highlights reingeballert, ein paar Tore und ein paar schöne Szenen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Verbesserungsvorschläge bzw. eure Meinung zum Team in die Kommentare und wir sind dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?
too.